So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen beim nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Es tut mir nochmal leid, dass ich gestern so, wie soll ich sagen, so eine Art, so niedergeschlagen war, so ein bisschen, ja. Aber, ja, es hat eigentlich keinen besonderen Grund. Ich war einfach nur übel am Sack und müde und so weiter. Und jetzt werden wir mal hier weitermachen. Gucken wir mal. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass hier so eine Romulus, Dingsbums-Arsch ist. Werde ich gerade mal hingehen. Das kaufe ich mir hier übrigens. Weil ich mag Besitz haben. So. Habe ich auch hier eine Fahne gesehen. Jetzt, wo die so leicht zu haben ist, werde ich die jetzt auch mal holen. So. Dann öffne mal die Karte und gucken, was wir als nächstes tun werden. Hier sind sehr, sehr viele Missionen freigeschaltet worden. So wie ich das jetzt sehe, kann ich jetzt auf diesen Aussichtspunkt drauf. Ja, mit der Hauptquest dauert es jetzt noch ein bisschen, das kann ich euch gleich sagen. Also ich hätte jetzt auch keine, wie ich es bisher bei Assassin's Creed 2 zum Beispiel gemacht habe, werde ich jetzt nicht die ganze Zeit sagen, ja, dann und dann werde ich da und da sein. Nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich mache das jetzt nämlich so, dass ich sage, es dauert noch ein bisschen. Wartet am besten nicht drauf. Wird noch ewig dauern. Das wird jetzt nämlich so sein, weil jetzt sehr tausende quasi schon von Nebenquests schon wieder aufgetaucht sind. Neue Borgia-Türme, neue Aussichtspunkte, so wie der hier. Deswegen mache ich das jetzt erstmal alles. Sonst komme ich ja vorne und hinten nicht weiter. So, aber erstmal der Aussichtspunkt, damit der weg ist. Als nächstes kümmere ich mich dann um den nächsten Borgia-Turm in der Nähe. Und dann habe ich den auch schon weg und kann außerdem dann einen neuen Assassinen rekrutieren. So, Borgia-Turm. Ah, ich sehe ihn. Gut. Wir sind auch vorhin an einer Mission vorbeigelaufen, an so einer Templer-Verfolgungs-Dingsbums. Die werde ich auch noch alle hintereinander, so wie sie da sind, machen. Also, ob ich da rein kann? Ja, das geht. Da werde ich gerade die Pistole auswählen. Schwierigkeit 2. Okay, ich wähle den Weg über die Dächer. Oh, ist der Sack. Scheiße. Wo ist denn der Drecksarsch? Ah. Der läuft da oben rum, Alter. Wow. Sackgesicht. Hör auf. Au. Junge! Ja, ich hab sie ja gewarnt, also. Und irgendwie spinnt das Zielsystem wieder rum. Und fall um, Arschloch. Wow! Au! Na, jetzt werde ich den erstmal astrein töten. So richtig dreckig. Und zwar so. So, okay. Ja, das belustigt mich. Ey, kletter mal hoch. Jung. Ich muss den auch ausrauben. Was? Echt? Wie soll das jetzt wieder... Ah, Gott. Ach so, ich habe ja gar kein Schwert mehr. Aber nur noch den Dolch. Deswegen muss ich jetzt zu dem Borgia-Typ. Zu dem Hauptmann.
Ah, so, guck mal. Und jetzt auch du. Ah, verdammt. Okay, den muss ich kontern, sonst wird das nichts. Töte ich mal so. Okay, jetzt ist wieder hier. Ein bisschen freie Luft. Achso, ein Schwert wieder her. Und raubt man den mal aus. Was hat denn der? Ganz viel. Ganz viel Gustav. Gustav. Mission sauber machen war erfolgreich. Sehr gut, die sind alle noch auf Mission. Ja, dann würde ich mal sagen, stecken wir den Turm an und schalten alles frei, was in diesem Dörfchen ist. Das ist laut. Au, mein Controller vibriert. So, wir erhalten noch mal 900 und können einen weiteren Bürger retten. Und so habe ich noch... so habe ich den Schatz hier jetzt übersehe. So, es gibt viel zu tun. Wir retten dich, Jung. Au. Das muss wehtun. Und, ups. Mit dem Bürger reden. Und schon haben wir einen neuen Assassinen. Eine neue Assassine. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr habt mich gerettet. Mein Leben gehört euch. Gut. Dieser Bürger ist eben der Assassinengilde beigetreten. Sarto. Die Zerstörung von Bautstationen können weitere Assassinen angeworben werden. Ja, das habe ich mittlerweile begriffen. Die Qualität unserer Nähte ist legendär. Nur noch zwei Schneider, dann haben wir alle in der ganzen Stadt. Weiter geht's mit der Bank. Oh, das kostet dann schon 2000 Florin. Ich muss mal gucken, ob noch was eingezahlt ist. Wenn ja, dann hebe ich das natürlich sofort ab. Unser Einkommen steigt wieder drastisch an. Ah, es ist nichts auf unserem... in unserem Buche. Oh, Dottore. Jawoll. Was? Eine Mission ist fehlgeschlagen. Darf das wahr sein? Also, echt? Heilung für alle Schäfchen Gottes. Ha. Ja, ich bin auch ein Schäfchen. Wenn es darum geht... Oh, in den Borgia-Türmen, die man angefackelt hat, entstehen dann Assassinenverstecke, in die wir eigentlich theoretisch rein könnten. Was ich jetzt seither noch nicht gemacht habe. Muss ich mir mal angucken. So, das reparieren wir hier auch mal. An die Stelle gehören uns. Wir können ja nochmal einen Bürger retten, sehe ich gerade. So wie eine Schmiede renovieren. Klar, mache ich. Auch hier sind es nur noch zwei verbleibende. Okay, da geht es dann auch noch mal ein Kunsthändler und einen Tunneleingang. Dieses Geräusch, als wenn jetzt gerade in einer Reihe. 12.500 Florin produzieren wir. Die Börsen werden nicht holen. Und los. Meins? Dieses entzückende Ritratto von Papa Gregorio ist wahrlich antik. Und ein weiterer Tunneleingang geht auf meine Kappe. So, noch mehr Missionen waren erfolgreich und noch mehr Leute von mir wurden befördert. Oh, jetzt suche ich mal hier nochmal geschwind ab. Gildenhaus, sehr gut. Wir retten nochmal einen Bürger. Hier haben wir jetzt alles gekauft. Gibt's nichts mehr. Oh, noch drei Tunneleingänge fehlen mir dann auch. Und neues Einkommen ist eingezahlt. Jawoll. Müssen wir irgendwann mal demnächst die Bank aufsuchen. Und der kriegt einen in der Rücke. Wir rufen einmal ein paar Assassinen, die mir helfen sollen.
Auch wenn das jetzt mehr oder weniger sinnlos ist. Aber ich meine, ja, gut. Ich wünschte, wir könnten eines Tages etwas bewirken. Die Befreiung Roms hat begonnen. Danke, Signore. Ich habe nichts im Leben. Wenn ich euch dienen darf, das wäre meine Erfüllung. Darfst du auch, Kerle. So, Dele. Was gibt's denn noch so? Noch ein Bürger. Damit hätten wir ja... Hätten wir die volle Anzahl. Ja. Jawoll. Oh, die Engelsgesänge von Rom haben begonnen. Dann können wir danach, daneben ist ja fast nochmal so ein Bürger, können wir auch noch retten. Ah, ein Schatz, dann sammle ich ein. Wolle. Wollust. Ah, und ein Fraktionsgebäude. Wem soll es gehören? Ich postiere mal Söldner darin. Die Musik. So, okay, dann gehe ich mal weiter in Richtung, naja, da wo halt das Bürgerrettenkreuz dahin zeigt. Ah, das ist nämlich gleich da oben. Hole ich natürlich meine Assassinen her. Ah, einer ist gestürzt. Komm, Kumpel. Ah, da drüben ist der Aufgang, okay. Ist's ja schon. Ist da die nächste Leonardos Maschinenmission? So, der Bürger ist gerettet. Und wir haben die volle Anzahl an Assassinen erreicht. Was können wir tun? Die Befreiung Roms hat begonnen. Das haben sie verdient. Ich schulde euch mein Leben und schließe mich euch gerne an. Gut, gut. Unsere Reihen sind damit vollständig. Und wie ich das sehe, können wir hier auch dem hier weiterbauen. Oder? Hm, naja, sei es wie es sei. Bevor ich hier irgendwas mit Leonardo oder so mache, gehe ich jetzt nochmal zum Taubenschlag. Und weise meine Assassinen neuen Quests zu. Insbesondere den Anfängern. Sauber machen, erfolgreich abgeschlossen. Ja, 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 ja. Okay, Moment. Die Assassinen brauchen erstmal meine. Hey, Moment mal. Moment! Was ist denn das? Die sind ja weg. Was die Mission, die fehlschlagen, da werden da meine Assassinen einfach gelöscht. Das waren meine besten Männer und Frauen. Und Schafe. Verdammt! Ah! Na gut. Bevor ich es auf eine 4er oder 5er Mission schickt, erstmal hier High Level machen und so. Okay, ich hab's begriffen. Adligen vergiften. Moskau. Okay. Verdammt! Ach, egal, da muss ich halt noch mehr Bürger rekrutieren, mein Gott. Oh, leck. Ich hab ganz schön versagt hier. Das muss man dann schon dazu sagen. Ah, was heißt... Ich hab voll verkackt, Alter! Ah, die sind tot! Meine Assassinen, dem sind tot! Dachte ich, jetzt hätte ich die volle Anzahl erreicht. Ha, Pustekuchen. Verdammt nochmal. Mist.
könnte mich da jetzt noch Stunden darüber aufregen, mach ich aber nicht. Ruhe. Meine Schatztruhe. Du kriegst nichts. Juwelenkopfschmuck. Kriegst auch wieder nichts. Oh, Armbrustbalzen 3. Vielleicht haben die Assassinen aber auch ausgelernt und haben in anderen Betrieben angefangen. Ja, das kann auch alles sein. Okay, erstmal heile ich mich wieder. Dann rette ich den mal. Luftattentate von einem Balken aus. Vollidiot! Die Befreiung Roms hat begonnen! Die Befreiung Roms hat begonnen! Messere, ihr habt mich gerettet! Gewährt mir die Ehre, euch dienen zu dürfen! Jawoll! Nie wieder eine 77%ige Erfolgschance. Nie wieder! Ah. Okay, genug rumgespackt hier. Es müssen noch sehr viele Bürger gerettet werden. 3 Stück, um genau zu sein. Hä, was ist los? Oh, oh, ich bin ja schon... kurz vor dem Gesuchtstatus. Ja gut, dann muss ich natürlich kurz den Beamten umbringen. Ich kann jetzt auch nicht dafür sorgen, dass die ganzen Wachen mich jetzt verfolgen. Das will ich jetzt auch nicht. Nix da. Das verhindere ich. Wo ist der? Machen wir mal vom Dach aus. Hier. Oh fuck. Gut, dann muss ich natürlich einen Helfer holen. Natürlich einen der Anfänger. Der aber ja gerade voll mit der Versteckten abgeht. Bam. Ich glaube, der zweite Schlag war schon nicht mehr nötig. Der Gnadenstoß quasi. Oh, ich muss mich hier erst wieder neu eingarnieren. Aber der Beamte wird natürlich auch sofort, ich meine 81 Florinen bei einem einfachen Typ, hallo? Oh gut, dann hätten wir ja jetzt volles Equipment, warte, Medizin. Und dann töte ich die noch kurz, dann kriege ich neue Medizin. Und du stirbst. Und du auch. So. Und der Raub beginnt. The Heist. So, und damit wäre der Kreis wieder geschlossen. Ich muss gen oben. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Oder besser gesagt, wie ich lang muss. So, und dann so nach oben. Genau. Wo ist der Nächste? Dann überlebst du vielleicht. Der Assassin ist noch sehr dumm, wie man sieht. Er kommt nicht über die Wand drüber. Er glaubt, er hätte gerade jemanden umgebracht. Ja, noch sehr unerfahren. Die Befreiung Roms hat begonnen. Das haben sie verdient. Ich schulde euch mein Leben und schließe mich euch gerne an. Das finde ich gut, Kerle. So. Da ist ein Steckbrief. Wegmachen. Die haben meine Nase falsch abgebildet. Boah, leck. Seht euch mal die Nebenquests hier an. Ey. Boah, leck. Scheiße. Scheiße in der Scheide.
So. Was? Da war ein Bordscheibenwerfer, habe ich gar nicht gesehen. Schwert schlägt Armbrust. Ja, dann jetzt. Der Tod kommt von hinten. Dear Mr. Mercury. Oh ja, das war jetzt böse. Das war jetzt sehr böse, es tut mir leid. Grüner Jaspis und 400 Florin. Ha, du! Ha? Oh, ein Kurtisanenauftrag mache ich dann in der nächsten Folge, aber ich laufe schon mal hin. Ja, ihr seht schon, also die Nebenquests werden jetzt erstmal kein Ende nehmen. Also muss ja noch die Christina-Mission und dann noch die Leonardos-Maschinen-Mission machen. Und noch die ganzen unzähligen Abstergo-Templer-Missionen, da die ja aufgetaucht sind. Und ja, dann noch das Ding von Romulus. Also vier Folgen, die vier nächsten Folgen, so ungefähr. Es können auch noch mehr werden, ganz klar. Ja, das jetzt mal so rechnet, können noch auf Nebenmissionen basieren. Aber bis das hier hochgeladen ist, das wird dann schon noch verdeutlicht. Also bis zum nächsten Mal und ciao.